Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 6. April 2019. Maya-Kalender. Die alten Mayas, und das war eine Hochkultur, haben die Natur beobachtet. Sie haben auch die wiederkehrenden Zyklen beobachtet und auch die kosmischen Einflüsse beobachtet. Und vor allem haben sie wahrgenommen, dass unsere Sonne bewegt sich auch durch den platonischen Jahr und kreist um eine Zentralsonne. Und diese Zentralsonne heißt Alkyone, ein Stern von den Plejaden. Und diese Bewegung wurde auch berücksichtigt bei den Berechnungen. Und so ist dieses ganz präzise Kalendersystem entstanden. Und das ist nicht so wie unserem Kalender, was wir benutzen, die gregorianischen Kalender, was lineal ist, sondern bei Maya-Kalender gibt diese wiederkehrenden Zyklen. Nicht nur im Maya-Kalender, sondern bei den ägyptischen Kalender und auch bei chinesischen Kalender ist auch so. Aber zurück zum Maya-Kalender. Es ist ein sehr präzise Kalendersystem und beschreibt die Qualität der Tage, die einzelnen Tage. Leider wurde von diesem Wissen ein Teil verloren gegangen, aber ein Teil ist noch erhalten geblieben. Und das möchte ich näher bringen. Im Maya-Kalender gibt es 20 Wellen. Diese Wellen sind Frequenzen, Schwingungen. Wir befinden uns gerade in der 9. Welle und das ist der letzte Tag dieser Welle. Und ab morgen starten wir die 10. Welle, übergehen wir in eine andere Schwingung. In dieser 9. Welle dauerte 13 Tage lang und das endet sich heute. Also wenn wir zurückdenken, was passierte in den vergangenen Tagen, das war Erneuerungsprozesse. Wir haben einiges hinter uns gelassen und jetzt sind wir bereit, jetzt sind wir offen für etwas Neues und endet sich heute dieser Zyklus. Die 13. Tag haben wir, die Mayas haben die Zahl 13 so gezeichnet, zwei Linien, 5 und 5 und die drei Punkte, die Zahl 3, also ergibt sich die Zahl 13 und diese Zahl 13 besagt, oder so haben die Mayas beschrieben, und bei den Mayas ist das eine heilige Zahl und das heißt, die Ziele erreichen. Die Wandlung wird jetzt beendet und wir beenden etwas. Oder wir sind gerade dabei, unseren Zielen verwirklichen, zum Ende bringen, zum Abschluss bringen. Und weil hier auch um unsere Träume geht, habe ich diesen Blickwinkel hier oben, unseren Träume. Und das bedeutet mit anderen Worten, wir brauchen eine Vorstellung, was wir erreichen wollen. Und ein Traum kann wahr werden, vorausgesetzt ist, dieser Traum entspricht der Realität. Und wir brauchen auch Ziele in unserem Leben, weil wir brauchen Orientierung. Und in diesem heutigen Tag heißt, wir erreichen jetzt dieses Ziel, weil das bringt einen krönenden Abschluss. Die heutigen Kraftfeld vermittelt Kaban. Kaban bedeutet übersetzt Weihrauch, aber auch Erde. Und das ist die Verbindung zu unserem Planet Erde, die Erdverbundenheit oder eine aufsteigende Erdkraft. Und das zeigt die Realität. Das heißt, was wir vorgehabt haben, ist jetzt sichtbar.
das entspricht jetzt die Realität. Und das ist diese schöpferische Energie, diese schöpferische Kraft, wie von einem Gedanken, wie von einem Traum, von einer Idee Realität wird, weil wir haben unserem Ziel erreicht. Rubin steht in Verbindung zum Kaban und Rubin symbolisiert auch, dieser Edelstein symbolisiert auch die Liebe. Die Mondkraft, die Mondenergie, weil das hat auch einen sehr großen Einfluss auf unserem Leben, auf unserem Alltag. Mond hat natürlich eine andere Bewegung als die Sonne oder die Planeten. Die Mondenergie ist gerade die planetare Mond. Das ist wie ein Mondkalender. Und wir befinden uns gerade in dieser Phase planetarer Mond und das dauert bis 1. Mai. Und im heutigen Mondkraft symbolisiert Akbal und Akbal bedeutet übersetzt Nacht. Und damit ist unserem Träume gemeint, unserem Träume, unserem Ideen, unserem Intuition, unserem Kreativität und Akbal symbolisiert ein Haus für unsere Seele. Ich nenne das als inneren Tempel und das brauchen wir auch, weil unsere Seele braucht auch einen Ort, wo sich wohlfühlt, ein Haus, ein Tempel und das finden wir in unserem Inneren und genau diese innere Reise symbolisiert Akbal und dann stehen wir in Verbindung zu unserer Seele, zu unserer Intuition und wenn wir Träume haben, dann können wir uns inspirieren lassen und wenn wir das als Ziel setzen, unsere Träume, das erreichen wir auch, weil das zeigt hier diese Kraftfeld schon die Realität. Obsidian, Schneeflocken Obsidian steht mit Akbal in Verbindung und das hat einen Einfluss auf unserem inneren Gleichgewicht, aber auch in die Liebepartnerschaft. Und das war diese Information von Maya-Kalender. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo und damit möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. Und in diesem Video erkläre ich, was war in früheren Leben, was ist Karma überhaupt, was passiert nach dem Tod, was ist das Sinn des Lebens, was bedeutet eine Seelenreise und wann beginnt das Leben überhaupt? Also volle Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, aber es besteht die Möglichkeit, diese Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link zu diesem Aufnahmen. Diese Video ist gratis. Und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.